Hallo Welt, hier ist wieder der Ormus MagicBlocks.de mit einem neuen Video. Ich war in Metz beim Grand Prix. Ich habe ein paar Preise abgestaubt. Ich erzähle euch ein bisschen was und wir machen dann auch die Preise auf. Das sind diverse Booster. So, also ich war in Metz. Das ist ein Limited Grand Prix gewesen. Das heißt, Sealed Deck haben wir gespielt. Ich habe mein Winnen-In verloren für den zweiten Tag. Habe lustigerweise drei Draws gehabt, mein Deck ein bisschen verbaut. Aber dazu kommt ein eigenes Video. Ich habe mein Deck zu langsam gebaut mit zu schlechten Win Conditions. Ja, mache ich ein eigenes Video, könnt ihr den Pool dann selbst mal bauen und eigene Entscheidungen treffen. Wir haben am Freitag, waren wir auch schon an der Site und haben diverse Events gespielt. Ich persönlich habe nur den Foil de Gen Sealed Event gespielt zum Üben, also keinen echten Trial. Das war ein 3-Runden-Turnier, man bekommt Promos für die Teilnahme und Promo für den Sieg. Waren jetzt alte FNM-Promos, eine davon immerhin in Aether Hub. Den habe ich jetzt hier, glaube ich, nicht dabei. Und pro Win hat man, glaube ich, 20 Preistickets bekommen. Ich habe 20 Preistickets bekommen. Das war das Äquivalent zu zwei Boostern aus dem aktuellen Block. Gleichzeitig haben da ein paar Profis mitgespielt. Einer aus unserem lokalen Team hier, Team Magic Blocks, hat tatsächlich gegen Martin User gespielt in der letzten Runde. Die aufmerksamen Beobachter werden gemerkt haben, dieser Martin User stand am nächsten Tag, übernächsten Tag auch im Finale vom GP und hat nur das verloren. Der hat also am ganzen Wochenende drei Matches verloren. Eins davon gegen unseren lokalen Helden Sword. Der hat dann also nochmal Bonustickets bekommen. Der hat auch mehr als genug Preisbooster mitgenommen. Samstag, wie gesagt, Main Event habe ich bis zur 9. Runde gespielt. Ich war ja bis zur letzten Runde live für Day 2. Und am Sonntag habe ich dann ein Side Event gespielt und zwar den Modern Double Up heißt es, glaube ich, Event. Es gab einfach doppelt so viele Preise. Man musste gehen, mindestens zwei Siege holen für Preise. Ich bin 2-1-1 gegangen. Das letzte war ein Intentional Draw in der letzten Runde. Einfach um die Varianz ein bisschen rauszunehmen. Das hat mir am Ende 220 Preistickets gebracht. Das Äquivalent zu 22 Boostern also. Ich habe Taking Turns gespielt. Runde 1 gegen Affinity gespielt. Game 1 gewonnen, interessanterweise. Was ja nicht ganz so einfach ist. Dann leider Game 2 und Game 3 nicht so prall gezogen. Haben die verloren. Zweite Runde. Schon wieder Affinity. Das Invocation Deck mit diversen Alters. Wieder Game 1 gewonnen. Also manchmal läuft es einfach. Und Game 2 dann relativ guten Draw gehabt. Sein Draw war relativ schwach. Habe ich gewonnen. Runde 3 habe ich gespielt gegen... Band Nightfall. Das war's. Tatsächlich ist er immer bei vielen Ländern stehen geblieben. Ich konnte ein paar Remands spielen auf Collected Companies. Das ist ja relativ guter Mana-Tausch und konnte dann einfach in die Turns gehen und habe damit gewonnen. Und letzte Runde habe ich gedrawt, schon bevor wir irgendwas gemacht haben, sodass wir beide 220 Tickets bekommen haben. Der Gegner war auf Living End, was meiner Meinung nach kein schlechtes Matchup ist. Wir haben ein Spiel mal spaßenshalber gemacht und nachdem ich zwei von seinen Living Ends remanded hatte, hat er dann, glaube ich, auch geahnt, dass es nicht ganz so prall ist. Auch wenn er dann natürlich aus dem Sideboard die rote Trap kriegt. Also, wer mitgezählt hat, wir haben da 20 Tickets bekommen. Wir haben 220 Tickets für den Double-Up-Event bekommen. Und weil die Klimaanlage nicht so gut lief und es da ein, zwei Problemchen gab und es relativ warm war, hat Channel Fireball, der Veranstalter, am Sonntag jedem Main-Event-Teilnehmer einen kostenlosen Turbo-Draft geschenkt. Turbo Draft ist, man draftet, spielt nur eine Runde, der Sieger jedes Matches kriegt 100 Tickets. Zufälligerweise sind wir ein 8er Team gewesen am Start, das heißt, wir sind gerade sowieso zu 8 hingefahren, sind dann also einfach zu 8 zu den Judges gegangen vom Turbo Draft und haben unser Produkt geholt und unsere Preistickets und haben die einfach brüderlich geteilt. Das heißt, jeder hat seine Booster behalten und seine 50 Preistickets bekommen. Ich habe also an dem Wochenende 290 Preistickets gehabt. Das ist fast ein Display. Ich habe den ganzen Kram hier. Ich habe schon rausgenommen, ich glaube, 3 oder 4 Booster für meinen Cast Draft Pool. Ansonsten ist noch alles da. Hier ist der Pool vom
Turbo Draft, den machen wir jetzt gleich als erstes auf und dann buddeln wir uns durch die Box und schauen mal, was uns da noch haben, was wir da noch finden. So, fangen wir mal an. Wir machen es richtig, in der richtigen Reihenfolge, wie wir auch draften. Wir fangen also mit Hour of Devastation an. Der ganze Kram ist jetzt natürlich Englisch. Also bitte Rücksicht. Und wir müssen das, glaube ich, auch ein bisschen nicht ganz so langsam machen, sonst wird das Video so ewig lang. Also schreie ich nur, wenn ich coole Comments finde. Deserts sind immer cool, Hippo ist cool. Die Survivors, die Tactics, wow. Wer mitgezählt hat, weiß, wir haben eine Foil drin, wir haben den Wrath-Effekt drin in Weiß. Consign to Oblivion, tatsächlich gar nicht so unspielbar. Kollegen von mir spielen UB Control im Draft, sag ich schon im Standard. Und die spielen tatsächlich mit dem Gedanken, die Karte zu spielen. Beziehungsweise haben die sogar schon getestet. Life Gain, naja. Manalith habe ich oft gesehen, im Sealed natürlich, kleiner Mann, einen Tacken besser. Wretched Camel, Beneath the Sands, coole Wüsten, Flieger. Da ist es wieder. Quarry Beetle, Chandra's Defeat, Solemnity, Token Crimscrums. Ja, ist noch nicht broken bis jetzt. Decision Paralysis. Jetzt haben wir natürlich den Amon Cat Booster. Davon haben wir ja jetzt nur einen. So, Greater Sandworm. Gute Karte, habe ich gehört. Spidery Grasp. Uncrop Crusher. Habe ich tatsächlich erst einen oder so davon. Oketra's Attendant. Kefnet. Jo, Götter immer cool. Also, keine Beschwerde an dieser Stelle. Tatsächlich war das ganze Limited-Format schon ein bisschen God-driven auch. Also, wer einen Gott hatte, hat schon mal einen guten Ansatz gehabt. Und man hat dann später an den Tischen auch ziemlich viele Götter gesehen. Jetzt schiebt man das dann noch ein Stückchen hoch. Und dann buddeln wir uns jetzt einfach durch die Box. Ich weiß gar nicht, wie viele Boosters jetzt noch am Ende sind. Das war überschlagen. 2, 4, 6, 7. 7. Das sollten wohl 23 Booster sein. Also, dann legen wir mal los. Kamel. Ich überspringe da mal die ganzen Commons. Ich glaube, davon werden es echt so viele. Der gute Sifterwurm, kranke Karte, semi-rare würde ich sagen. Samscott Champion, Hour of Devastation als Sweeper. Guter Sweeper. Nächste Booster. Ich mal wundert, warum ich die Booster nicht komplett vernichte. Diese Hüllen benutze ich tatsächlich, um Karten zu verkaufen. So. Ups, da waren wir schon. Nissa's Defeat. Wow, da sind wir. Unraveling Mummy. Torments of Scarab. So eine Karte, die ist immer gut, wenn der Gegner sie einen einlegt für den Gegner. Ich selbst bin nicht so begeistert. Ketros Last Mercy. Vollbildland. Und Mummy Paramount. Voll. Vollbildland auch gut. Wenn einer von euch in Metz war, es waren ja 1500 Leute im Main Event, dann immer runter in die Kommentare damit. Ich freue mich von euch zu hören. 5, 6, 7, 8, 9. Dann haben wir eine Foil drin. Burning Fist, Minotaur, der Crook als Graveyard Hate, Bane with Punisher, gute Karte. Hazoret's Undying Fury, tatsächlich eine Karte, die von den Profis gerne gespielt wird. Mehr Vollbildländer. Vollbildländer. Das ist nice. Also so Vollbildländer. Kann man ja auch nie genug haben, habe ich gehört. So. Ansonsten das nächste, was jetzt hier ansteht, ist Vorbereitung auf Nationals. Da sind wir am Start und wollen auch nicht ganz schlecht dastehen. Ein Stück. Hier war eine Kamen drin. Open Fire, das ist die Karte, von der ich am häufigsten gehört habe, dass sie ein Spiel beendet hat. So oft habe ich gehört, ich war auf 3 Leben, aber dann hat er Open Fire. Supreme Will. Appeal. Saving Grace und Fraying Insanity. Fraying Sanity, nicht Insanity.
Voll war diesmal nicht drin. Weiter geht's. Was suchen wir denn? Ja, Invocations, auch wenn ich sie optisch überhaupt nicht mag, verkaufe ich sie gerne. Der Beetle, die Crypt, Inferno Jet und die erste Mythic, der Myriarch. Nicht die Broken Star Rares, Mythics. Aber natürlich super gut trotzdem. Habe ich auch ein paar Mal auf dem Tisch liegen gesehen. Links und rechts von mir. Wir suchen Götter. Hier geblieben. Wie gesagt, Invocations. Coole Karten halt. Und wir beschweren uns auch nicht, wenn wir etwas von unserem Value wieder kriegen. Devotee of Strength. Weiße Wüste. Manticore Eternal. Eternal Sands. Also ein Land, das Exile. Dann kann dann alles zurückbringen, was geexiled hat. Wieder keine Foil, Lilianas Defeat. Sowas bringt euch immer aus dem Sideboard rein, wenn man es spielen kann und der Gegner ihm die Targets zeigt. Form spielt man auch sehr oft, wenn man die Farbe unterbekommt. Refuse to Cooperate. Nicht die brokenste aller Karten, leider auch kein Vollbildland. Ja, die Booster haben jetzt schon noch ein bisschen Spiel nach oben, würde ich sagen. Insofern hätte ich jetzt nichts dagegen. Wieder keine Fallen. Aber ein Abraid. Abraid immer gut. Mit dem Standard auch hoch und runter gespielt. Imaginary Threats. Dawn Pouncer. Guter Bieter. Sehr solide Karte. Vollbildland. Katzentoken. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also bleibt dabei. Auch wenn es euch vermutlich noch nicht vom Hocker reißt. Mal wieder eine Foil. Hope Tender. Bloodwater Entity. Gideon's Defeat. Angel of Condemnation. Natürlich eine solide Bombe im Limited Land. Without Weakness. Nicht die Foil, die wir gesucht haben. So, auch so an Standard Constructed Staples waren jetzt in der Braid mal und sowas. So richtig viel war es noch nicht. Paincaster, Struggle to Survive, Doom Diviner. Ein Gott. Ja. Götter immer ziemlich nervig im Limited. Vermutlich zu stark oder am obersten Limit des Starkseins. Weil einfach total nervig und kaum loszuwerden. Vollbildland. UB-Gott, ja gleich nochmal eine Spur härter. Aber auch der Locust-Gott ist schon hinreichend am obersten Power-Limit. Eine Foil erwartet uns. Doom Diviner. Claim to Fame. Hat es wieder dem Hype noch nicht irgendwohin großartig geschafft. Ich habe noch keine Constructed gesehen. Der Paincaster. Endless Sands. Ja, das ist jetzt auch nicht die Rare, die ich doppelt will. Vollbildland. Kefnets Last Word. Habe ich lustigerweise schon mal als Vollpromo. Jetzt habe ich halt auch eine normale. Habe ich tatsächlich auch im Main Event gespielt. Kleiner Spoiler. So. So, der quasi Mini-Tarmogolf, Struggle to Survive, Burning Fist, Minotaur, Hour of Glory, gutes Removal, wird auch fast immer in die Limited Decks Einlass finden.
Steward of Solidarity. Claim to Fame, da ist es wieder. Haupttender. Seine kleine Edition auch. Promise. Ein Keypiece für die Standard Ramp Decks. Einfach weil es zwei Länder ins Spiel bringt. Übrigens zwei beliebige Länder. Aber wenn es Wüsten sind, Upside. Vollbildland. So, und ich glaube, nach dem sind es immer noch 9 Booster. Also, normal bin ich nicht so der Freund von so Massenaufreißerei, aber ehrlicherweise weiß ich auch gar nicht so arg viel, was ich sonst mit den Boostern anfangen soll. Visier of the Anointed, schwarze Deadland, der Tutor und ein Standard-Stable mit dem Earthshaker Kenra. Standard momentan ja nicht gerade gefüllt mit teuren Karten, insofern eher ein günstiges Format. Wenigstens da kann man sich nicht beschweren, hier sogar noch das passende Token dabei. Auch wenn ich ein Freund von roten Karten bin, ich kann mich für das monorote Deck nicht begeistern im Standard. Momentan spiele ich eher Temur Energy, da habe ich mehr Spaß dran. Da erwartet wieder eine Foil, ein Overcome, der Overrun-Effekt. Tatsächlich wohl overrated, sind wir im Team zur Meinung gekommen. Es ist halt kein echter Overrun und man will ihn gar nicht so oft, wie man es von früher gewohnt ist. Deadlands, Sinister Striker, gute Ankommen. Und noch so eine Limited-Bombe mit dem Amid Eternal. Wenn der ein, zwei Mal durchkommt, ist halt einfach Game. Neheb, the Eternal. Tatsächlich eine coole Karte und wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar eine Mythic. Ja, also voll Mythic immer gut. Kann natürlich eine Menge Unsinn machen. Macht viel Schaden, macht viel Mana. Bricht da diverse Stalls. Also, coole Mythic ist coole Mythic. Da findet sich sicher auch der ein oder andere Commander-Spieler, der an sowas Spaß hat. Torment of Scarabs, Tombs of the Dead, The Flying Angel und Leaf to Chance. Keine gute Karte. Muss man schlicht und ergreifend so sagen. Aber man kann auch nicht nur gute Karten haben. Dann wäre das Thema Power Creep noch exzessiver, als es eh schon ist. Magma Rot, tatsächlich eine Karte, mit der ich nicht ganz so viel anfangen kann, die ich auch gar nicht so gut finde. Decker of Worthy, Angel of the God Pharaoh, noch ein Hour of Glory. Doppelte Rares haben wir genug. Hour of Glory zumindest mal noch nicht ganz schlecht. So, 6 Booster warten noch auf uns. Also quasi noch so ein Sealed Pool, auch wenn jetzt natürlich alles aus der gleichen Edition ist. Deserts Hold, Consign to Oblivion, Quarry Beetle, Crested Sunmare, auch das habe ich im Main Event gegen mich gesehen. Konnte es ganz gut handeln. Nächste Mythic also. Wieder eine Voll, die auf uns wartet, Overcome. Hupu, Hupu, beste Hupu. Eine Karte, die sehr cool ist und im Sealed auch richtig gut, im Draft vielleicht etwas schwächer, aber trotzdem noch gut. Senior Striker, Chaos Maw. Leichter Sweeper-Effekt mit Body. War noch nie ganz schlecht. Resolute Survivors, der Aggro-Drop. So. Das ist halt kaputt. Also man sieht auch, dass die Karten sich jetzt wiederholen. Es ist halt nur eine kleine Edition. Accursed Horde, Remnant Runes, brauche ich denke ich keinem sagen, wird im Standard gut gespielt. Riddle Form und normaler Neheb zum vollen Neheb. Schadet ja auch nichts, ne? Tatsächlich habe ich noch gar keine Nähe.
So, 3, 2, 1. Countdown der letzten Booster. Ah. Das noch vernichten. Neun Stück, das heißt, wir haben eine voll drin. Chandra's Defeat, Resolute Survivors, Unconventional Tactics, Remnant Excavator, das ist das Crucible on a Stick. Coole Karte, also Vollbildland. ja, noch ein Hour of Glory. Das wäre dann Nummer 3 in diesem Display. Das ist doch tatsächlich mal ein Display gewesen. An der Price Wall hat man nur zwei, drei Booster rausgenommen und ansonsten habe ich jetzt das ganze Display, das frisch aufgemachte Display mitgenommen. Also es ist keine bunt zusammengestellte Boostermischung. Ceridon. Ein Stück, noch eine voll. Und hier war, glaube ich, auch die erste Wall dabei. Von den Pharaos. Appeal to Authority. Sand Strangler, auch der erste, den wir sehen. Premium Uncommon. Swarm Intelligence. Keine Premium irgendwas. Mountain. Unconventional Tactics sind voll. Ja. Letzte Booster. Box ist leer. Letzte Andenken an Metz. Wie gesagt, meinen Limited Pool und mein Deck bringe ich euch noch als Video, als Deck der Woche. Schaut also rein, dann könnt ihr euch damit beschäftigen. 100. Und nochmal eine Voll zum Abschluss. Nissa's Defeat als Uncommon. Dunes of the Dead. Manticore Eternal. Und ein Kefnet's Last Word als letzte Rare hatten wir auch schon als Voll hier im Pack. Mountain Eternal of the Harsh Truths. Afflict Guy ist ja immer auch ganz praktisch hier und da. Ja, das war's. Wir sind durch. Das war ein ganzer Stapel Karten. Da waren noch einige coole dabei. Voll Nehab, normaler Nehab, Locust God. Also beschweren können wir uns, denke ich, nicht. Wie gesagt, wenn ihr ein Metz wart, bitte immer in die Kommentare damit, wenn ihr was Spezielles wissen wollt über Metz, weil ihr was gehört habt, etc. pp. Meldet euch einfach und bitte abonniert den Kanal, dann freuen wir uns und machen gerne noch mehr weiter. Bis dann. Ciao.